Ja, moin zusammen, beziehungsweise guten Abend zusammen. Wir machen heute mal ein Video über einen Kettenöler, und zwar den Reheuler. Den hat der Detlef sich mal irgendwie ausgedacht. Das heißt, er greift das Tachosignal ab und ölt halt geschwindigkeitsabhängig die Kette. Sehr praktisch, muss dann das nicht mehr machen. Und ich habe heute den Christian dazu geholt, weil der das schon mal gebastelt und hat davon mehr Ahnung als ich. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das, wenn ich das jetzt hier aufbaue, heute löten wir erstmal die Platine zusammen, dass das besser läuft, dass ich das alleine machen würde. Und wir zeigen gleich auch mal die Unterschiede zwischen der alten Version und der aktuellsten. Wir haben hier quasi die Platine, haben wir schon da. Die kann man sich beim Detlef bestellen und der schickt einem die dann zu gegen Porto und den Preis der Platine. Das ist sehr, sehr nett von ihm. Muss dann die nicht selber machen. Christian baut sich die mal selber. Und also ich kann das nicht. Und deswegen habe ich mir die quasi bei ihm bestellt. Und die haben wir da. Ich habe alle Bauteile da. Ich verlinke auch quasi einen Warenkorb dann vom Elektronikhändler meines Vertrauens irgendwie in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt euch die Bauteile da alle holen. Und ja, im Laufe dieser Teil des Videos, heute machen wir erstmal das erste. Das heißt, wir bauen nur die Platine zusammen. Oder was heißt, wir bauen sie zusammen? Wir bestücken die Platine heute mit den Bauteilen, löten das und den Rest, wie das dann funktioniert mit der ganzen Pumperei und dem Öl, das kommt dann in den nächsten Teilen. Und heute machen wir erstmal eine Platine fertig. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch auch mal. Eigentlich habe ich auch eine Lötstation, das ist die Ersa, die steht quasi hinten. Aber Christian hat gedacht, so ja, bringe ich meine Welle mal mit, hat sie schon eingesteckt, sie heizt sogar schon. Das heißt, Christian lötet heute, ich erzähle irgendwie Unsinn. Und deswegen löten wir mit der Wella-Station. Letzten Endes ist es auch so eine Religionsgeschichte wie katholisch oder evangelisch. Sind beide gut, beide älter als 20. Na, wie das auch bei manchen anderen Sachen so sein muss, dann ist es legal und gut, So wie sich das gehört. wie sich das gehört, genau. Und wir löten heute mit der Wella-Station. Und jetzt fangen wir mal an, die Platinen zu bestücken. Also Christian ist die Platine hier und hat sich die ganzen Bauteile schon mal zurechtgebogen mit seiner Biegehilfe. Hier so ein Ding, das kann man benutzen, muss man nicht. Ihr könnt ihr auch einfach von Hand vorbiegen. Sieht halt ein bisschen schöner aus, wenn man das vorgebogen hat. Richtet die auch einfacher hier rein. Also die Anleitung steht online, das PDF. Da hat Detlef witzigerweise irgendwie ja, einen Fehler gemacht und verwechselt immer oben und unten. Und deswegen schaue ich es nochmal genau an. Christian, das hier, genau, den Ich habe hier nochmal alten. einen alten von mir. Das ist der 10er. Sehen wir noch den Unterschied auf dem 11er. Das ist die Platine hier. Haben wir hier unten noch zwei Widerstände mehr. Die sind dazu da, um die Spannung der Batterie nachher zu messen. Okay. Also der hier, der ist, funktioniert genauso wie der 11er. Bloß was der 11er dann noch mehr kann, der kann euch noch die Batteriespannung mit anzeigen. Stimmt, das war das Gimmick, was noch beim Elber dabei war. Ja, genau. Genau, deswegen ist der bei mir raus und der 11er drin. Genau. Braucht man ja. Ne? Richtig, ist wichtig. Hilft ja nichts. Ist wichtig, genau. So, wir fangen mal an. Ich habe hier einen Flussmittelstift. Kann man benutzen, muss man nicht. Ist quasi wie Gleitmittel. Kann man nehmen, braucht man nicht, kann aber hilfreich sein. Wie was? Wie Gleitmittel. Ja, verstehe. Das nehmen wir jetzt mal und machen das hier auf die ganzen Lötpunkte drauf. Das ist einfach nur, Wozu hilft das? Zum das ist Fließen vom Lötzinn oder? genau, Ah, okay. das ist, wenn wir gleich das Lötzinn drauf machen, dann verfließt das einfacher. Das ist Stark. gerade, wenn man die Platine hier so ein bisschen immer mit den Fingern betatscht und so und die ein bisschen rumliegt und das auch hier so. Ich habe da nichts getatscht. Du kennst mich, Christian. Ja, Ich tatsche nicht. war die ganze Zeit in der Tüte Ja, natürlich. drin. Ja, na klar. Das Schöne ist ja, wenn jemand arbeitet, kann man sich das Kamerabild angucken. Sieht gut aus. Christian sieht super aus. Herrlich, ne? Herrlich, ja, das ist herrlich, wirklich herrlich. So, wir fangen jetzt an mit dem Bestücken, was dabei ganz hilfreich ist. Nehmen wir die hier. Wenn ihr mit den kleinsten Bauteilen als erstes anfangt und dann nachher zu den höheren geht, hat einen einfachen Grund, wenn ihr die kleineren als erstes auflötet, könnt ihr die Platine umlegen und die drücken sich an. Wenn ihr jetzt schon hier die höheren Bauteile drauf habt und steckt dann die Platine rein und dreht das um, dann kann es sein, dass euch die Platine runterfällt, die Diode runterfällt
und dann halt nicht mehr richtig aufliegt, in der Luft ist, ihr das nochmal losmachen müsst oder so. Deswegen am besten immer mit den kleinen anfangen. Deswegen fangen wir jetzt mit der kleinen 10er Diode an. Das ist wie im Haus bauen, dann fängst du auch im Keller an. Ich bin im Dachgeschoss. Richtig. Ja. Ich glaube, die war auch die Diode, die in der Anleitung falsch geschrieben ist. Genau. Da hieß es irgendwie Minuspol nach oben, beziehungsweise Kathode nach oben. Und das ist einfach nur Quark. Was heißt Quark? Das ist einfach nur ein Fehler, der da unterlaufen ist, weil er wahrscheinlich irgendwie das Bild andersrum hat oder wie auch immer. Deswegen ist es wichtig, dass ihr nicht nach der Anleitung lötet, sondern hier nach dem, was wir hier machen. Man kann es jetzt auf dem Video, ich sehe es gerade, schlecht sehen. Also der schwarze Ring, der die Minusseite kennzeichnet, der ist unten. Es ist so klein. Die Diode ist so winzig. Aber der schwarze Ring ist unten, ganz wichtig. Wir schreiben den Detlef auch nochmal an, vielleicht, dass der vielleicht die Anleitung nochmal aktualisiert. Genau, ja. Weil es ist also natürlich für jemanden, der es sieht, ist es kein Problem. Aber für jemanden, der es irgendwie zum ersten Mal macht und der sich an das Geschriebene hält, ja, der sich dann denkt, so ja, schwarz muss oben sein, der verlötet sich das einfach falsch und dann, ja, dann klappt das nicht. Ne? Was passiert denn dann, Christian, wenn es nicht klappt? Brätst du den Prozessor ab? Im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall ja, aber ich glaube, in dem Fall hier, ja, also die Diode filtert halt so ein bisschen Spannungsspitzen raus. Mhm. Schlimmsten Fall, ja, zerlegt sie den Prozessor. Ja, schlecht. Genau aus diesem Grund ist der Prozessor nicht fest verlötet, sondern in der Steckfassung. Die Steckfassung ist auch geändert worden, das hatte Christian auch festgestellt. Oh, ich habe gerade gesehen. Das können wir gerade mal zeigen. Irgendwie auch, ne? Ich habe gerade gesehen, du hast dieselbe wie ich hier auf dem alten drauf habe, auf dem 10er. Okay. Und zwar, sieht man hier, das ist so eine mit Federleisten hier. Mhm. Die ist prinzipiell in Ordnung. Bloß das Problem bei der ist, die hält nicht so super fest bei Vibrationen. Ja, deswegen, du hast eine mit Löchern irgendwie, ne? Genau, hatte ich bei mir festgestellt, wo ich den 10er drin hatte. Der hat auch die mit den Federleisten. Ja. Das hat am Anfang gut funktioniert, bis irgendwann mein Tacho ausgestiegen ist und kein Signal mehr angezeigt hat. Ja, weil er einfach rausgesprungen ist aus der Fassung. Der Prozessor einfach rausgesprungen, der hat so halb drauf gelegen und hat halt dann das Tachosignal gestört. Du hast Moosgummi drauf gemacht am Ende, ne? Genau. Du hast es vom Gehäuse drin. Genau, kann man gut einfach umgehen. Die Platine kommt ja in ein Gehäuse rein, klebt hier oben ein bisschen Schaumstoff, Moosgummi, irgendwas drauf, was den Prozessor runterdrückt, wenn der Deckel drauf ist, sodass ihr den Prozessor quasi mit dem Deckel verspannt und dann passiert nichts mehr. Ja, okay. Ja gut, jetzt habe ich dieselbe Fassung, kommt aber auch wieder in ein Gehäuse rein, logischerweise. Das heißt, wir umgehen das Problem, indem wir das genauso machen, wie Christian es bei seinem 10er gemacht hat. Wir machen einfach was oben drüber, was quasi gegen den Gehäusedeckel geht, ja, damit der Prozessor dann nicht mehr durch Vibrationen irgendwie rausspringen kann. Und vielleicht fährst du einfach wilder als ich. Ja, mehr Vibration. Ich weiß es ja nicht. Glaube ich nicht. Du glaubst nicht, ja, alles klar. Was man da ganz gut nehmen kann, ist einfach hier die Prozessoren, die kommen auf so einem Träger. Von dem könnt ihr euch einfach eine Leiste runterschneiden. Genau, ist ja das Moosgummi schon dabei. Genau, ja, super stark. Und dann einfach aufkleben. Ja, perfekter Tipp an der Stelle. Oder wenn ihr halt bestellt in den Warenkorb, tauscht ihr die Prozessorfassung aus. Da gibt es welche, die haben statt diesen rechteckigen Löchern, haben die runde Löcher. Und da geht zwar der Prozessor super schwer rein. Mega schwer rein, mega schwer raus, genau. Geht aber auch mega schwer raus, genau. Und da passiert dann nichts mehr. Ja. So, wie war's mit der Diode jetzt hier? Genau, Diode haben wir drinnen. Ja. So, stark. Dann wird man die jetzt mal verlöten. Ja, Mensch, ey, jetzt fängt die Arbeit an, ist irre. Richtig. Ärmel hochkrempeln. Ja. So, wenn ihr jetzt lötet, passt auf, dass ihr immer erstmal ein bisschen von der Platinenfläche erhitzt, bevor ihr an das Beinchen geht. Stichwort kalte Lötstelle, ja? Richtig, und die Platinenfläche, die braucht halt einfach, weil es mehr Masse ist, braucht die ein bisschen länger, um auf Temperatur zu kommen als der Draht. Deswegen am besten erstmal die Fläche ein bisschen aufwärmen und dann mit ein bisschen Lötzinn an den Draht ran. Ich hatte ja gesagt, Christian, wir machen heute Take 1. Ne, dauert eine halbe Stunde. Nee. Wenn du das ordentlich erklären willst, ist das in diesen betreute Schraubenvideos immer so, ey Alter, der hat ein anderthalb Stunden Video hochgeladen, wie den Platinen bestückt hat, das sind wir alle. Ja. Aber wenn du ein bisschen was dazu erklärst und das versuchst irgendwie den Leuten dazu bringen, wie man es am besten macht, beziehungsweise wie es am besten funktioniert, dann dauert das halt.
Ne? Ja, das geht jetzt auch ein bisschen schneller vorwärts. Ja, das liegt an dir, nicht an mir. Ich sitz hier und erzähl dummes Zeug. Ne? Du bist derjenige, der hier am Arbeiten ist. Also Leiterbahn heiß, Beinchen Blödsinn heiß, dran. Blödsinn dran, ja, Blödsinn dran. Es gibt auch beim Löten so zwei unterschiedliche Philosophien. Die eine ist mit niedriger Temperatur löten. Das hast du nur eingestellt, 350 Grad sehe ich gerade. Ne? Ja, ein bisschen was über 350 Grad. Ja. Die andere Philosophie ist mit viel Temperatur löten, weil es halt einfach schneller mit dem Aufheizen. Ja, aber läuft nicht so lang. Du läufst Gefahr, dass du das Bauteil kaputt machst, oder? Ja, aber wenn du mit weniger Temperatur lötest, genauso, weil du musst einfach länger dran halten. Ja, okay. Und dementsprechend hat halt auch die Hitze mehr Zeit, sich auszubreiten. So, bei den beiden hier oben müsst ihr jetzt aufpassen, die sind gegenläufig. Bei der oberen zeigt der Ring nach links. Also bei der Masse links. Genau. Und unten Masse rechts. Genau. Das Einzige, was dazu beachten muss, ist das. Verlötst du die Beinchen jetzt miteinander hier? Praktisch, oder? Die stehen schon so schön. Ja, kann man hier oben machen, kann man nicht rausfallen. Ja. Ist aber sinnvollerweise, machen wir das hier unten, damit das Ganze auch Kontakt zur Platine hat. Und elektrisch funktioniert, ne? Würde ich mal meinen. Ja. Also was ich dazu kurz erzählen möchte, die GSX, ihr habt ihr ja schon gesehen. Ihr habt die Kette auch schon gesehen, glaube ich, in irgendeiner Einstellung. Die Leute fragen mich immer, sag mal, ist die neu? Sag ich mal, nee, die ist nicht neu. Ne? Ich fahre halt nicht im Regen oder kaum im Regen, wenn ich es vermeiden kann, weil ich stehe nicht auf Putzen. Und die Kette ist einfach, die ziehe ich mir da manchmal durch ein Tuch durch, mit WD-40 oder was auch immer. Und die sieht eigentlich noch aus wie neu. Das Motor ist jetzt 25.000 Kilometer gelaufen. Aber ich fand diesen Re-Euler beim Christian sowas von genial. Die haben dann auch, es gibt dann auch nämlich, ja, wie man das sagen, so eine Desktop-Steuerung dafür. Das heißt, du kannst vorne am Cockpit, kannst du dir so einen Taster installieren mit einer LED. Und dann kannst du einstellen, wenn du im Regen fährst, stellst du einen Regenmodus ein. Genau, gibt einen Regenmodus, gibt einen Offroad-Modus, gibt den normalen Modus. Hintergrund bei der Sache ist halt, der Regenmodus, der ölt zweimal so viel. Ja. Und der Offroad-Modus oder Heavy-Rain-Modus, der ölt noch mehr. Der ölt dauernd, glaube ich, ne? Der hängt gar nicht von der Geschwindigkeit ab. Der ist einfach zeitlich gesteuert. Ja, genau. Also da brauchst du gar keine Kilometer oder irgendwas zurücklegen, der ölt einfach immer periodisch ein Stückchen. Ja, was man hier dazu sagen muss, ist natürlich, der Re-Euler lebt deswegen, weil man sich bei manchen Motoren dann eben die Geschwindigkeit aus dem Kabelbaum ziehen kann. Das geht natürlich nicht bei allen. Ja, Christian fährt eine, was ist das? Die Kawasaki ZX. Ach, die ZX-1000. Z1000SX, genau. Ja, bei meiner GSX funktioniert das auch. Das heißt, du hast ein Kabel, wo durch das ABS weiß das Steuergerät immer, wie schnell sich das Rad bewegt. Das heißt, bei Modellen ohne ABS. Ja, genau genommen, bei meiner ist es nicht am ABS. Bei dir ist es eine Kurbelwelle, glaube ich, ne? Genau, genau. Dem Kurbelwellensensor. Ja. Und deswegen, ja. Kurz, wir packen jetzt die Widerstände drauf. Bei denen ist es vollkommen egal, wie ihr die reinpackt. Die haben keine Polung. Einfach reinstecken, verlöten, können doch nichts verkehrt machen. Widerstand ist zwecklos. Richtig. Ja, also nochmal, wenn ihr euch für das Re-Euler-Projekt interessiert, und wissen wollt, was bei euch funktioniert, da müsst ihr schauen, ob ihr dieses Geschwindigkeitssignal bei euch im Kabelbaum überhaupt abgreifen könnt. Ne, weil davon lebt dieser Re-Euler hier, dass es bei manchen Mopeds eben funktioniert. Es gibt auch Öler, die funktionieren mit Unterdruck. Das heißt, wenn ihr ein Vergasermodell habt, dann schließt ihr die Öler daran an, dann müsst ihr die Ölmenge aber auch fest einstellen. Das heißt, es ist unabhängig von der Geschwindigkeit oder vom Gang, in dem ihr fahrt. Aber wenn das Kurbelwellensignal, wie beim Christian, abgegriffen wird, ist es natürlich immer gangabhängig. Ja, das heißt, ihr fahrt natürlich im ersten Gang dann mit der gleichen Kurbelwellenumdrehung wie im sechsten. Und bei den Geschichten, wo es eben mit Unterdruck funktioniert, dann müsst ihr die Ölmenge fest einstellen. Das heißt, muss dann halt schauen, ja, tropft Öl ab oder ist die Kette zu wenig geölt oder was auch immer. Es dauert immer ein bisschen. Wie lange brauchst du das einzustellen, Christian?
Das war am Anfang, also die ersten Versuche, da war es schon ein bisschen ungenau, da war die Kette mal ein bisschen trocken, ein bisschen nass. Also nach, als wenn nass, du warst. Bist du im Regen gefahren? Ölig nass. Ölnass, ja, ist da, war nur genau, Spaß. Ja, so 2 Monate, also spätestens nach 2 Monaten habt ihr das raus. Ihr müsst halt mal, wenn ihr das dran habt, stellt doch mal ein, könnt ihr euch nachher dann mal gute Werte sagen, also was bei mir funktioniert. Die könnte man nehmen und dann schaut mal, ob die Kette gut geschmiert ist, ob die gut im Saft steht, dass ihr nicht zu viel abgeschleudertes Öl hinten am Reifen habt. An der Felge, genau. Weil es ist natürlich immer anders, ne? Jeder Hersteller, das sammelst du nachher aber auf, oder? Ja, klar. Ja, klar. Es ist natürlich bei jedem Moped-Hersteller, kann sein, dass ich jetzt Quark erzähle, aber die Impulse pro Kurbelwellenumdrehung, die sind immer anders. Das heißt, ihr müsst einfach schauen, wie viel es geht nach Impulsen. Das heißt, der Öler wird eingestellt nach Impulsen. Also nach wie viel Impulsen soll geölt werden. Das heißt, ich weiß bei meiner Suzuki GSX jetzt nicht, wie viele Impulse das pro Radumdrehung sind. Und das muss ich natürlich danach einfach mal schauen. Und das ist dann, wie Christian gerade gesagt hat, so eine Einstellungsgeschichte. Das heißt, wenn es hinten richtig schmockig ist, dann dreht ihr das einfach hoch. Also die Impulszahl dreht ihr hoch, nach wie vielen Impulsen nochmal so ein Tropfen Öl da drauf gepresst werden soll, beziehungsweise drauf gepumpt werden soll. Habe ich ja schon erzählt. Was machst du jetzt hier? TCO 220? Hier kommt jetzt der. Wir haben jetzt einmal hier unten den Butz 11. Was ist das? Butz 11? Butz 11. Was für eine Butz? Das ist die Butz. Das ist, glaube ich, ein Thyristor oder Transistor. Okay. Der steuert halt nachher den großen Strom für die. Für die Pumpe. Ah, genau. Alles klar, genau. Ja, nochmal jetzt hier, um das hier mal für die ganzen E-Nerds zu erklären, beziehungsweise die das irgendwie ein bisschen besser verstehen sollen. Wir brauchen natürlich neben der ganzen Elektronik auch einen Aktor, ne? Beziehungsweise eine Pumpe, die dann eben das Öl fördern soll. Christian, zeig die doch gerade mal. Nur Spaß, die liegt da ganz hinten. Danke dir. Ja, du musst dich schon hier, sonst klappt es nicht. Das ist eine Ölpumpe von einem Roller. Von einem 50er Roller, ist jetzt hier von welcher Marke ist sie? Ich weiß gar nicht. Also ist dieser Delorto. Ja, Delorto, richtig, genau. Delorto Nachbau wahrscheinlich. Nee, das ist eine echte Delorto. Ich bin echter Kniest. Ja, die ist neu, sehr, sehr teuer. Made in Italy. Das ist wirklich ne, ein richtig gutes Produkt, würde ich jetzt mal meinen. Beim Christian funktioniert es einfach. Die kostet neu sehr viel Geld. Ich habe dann mal so eine eBay-Suche geschaltet mit so Buzzwords. Das heißt, sobald ich dann so eine Delorto Zweitaktpumpe irgendwie gesehen habe, habe ich das angezeigt bekommen. Die habe ich jetzt für einen 20 geschossen. Das war eine Auktion. Und da habe ich mir gedacht, so ja, für einen 20 kannst du die mal holen. Und das ist dann das aktive Teil, was quasi durch diese Elektronik hier gesteuert wird. Das heißt, die, ne, was Christian gerade sagte, es wird hier aus einem sehr, sehr kleinen Prozessorsteuerstrom, ein großer Strom erzeugt, der eben diese Pumpe dann betätigt und dann eben das Öl aus dem Ölreservoir dann hochpumpt. Wie rum ist das richtig? So, dass man den Kühlkörper nach rechts biegen kann quasi, ne? Genau. Ja. Dass wir den, das seht ihr auch, wir haben hier auf der Platine ein Stückchen Platz, damit man den, das ist jetzt der Festspannungsregler, oben kommt der Spannungsregler hin. Ja. Unten. Was ist das, TCO 7805? Ne, das ist ein LF 330 0V. Okay. Also der macht jedenfalls aus Bordspannung die Betriebsspannung für die ganze Platine, oder was macht der? Genau, der wandelt halt eure 12 Volt runter in, ich würde mal sagen, bei dem hier vom Namen her 3,3 Volt ja. Für den Prozessor. Und mit den 3,3 Volt kann er natürlich keine Pumpe betreiben, oder der Prozessor kann allgemein nicht so hohe Ströme schalten, wie die Pumpe braucht. Deswegen braucht man den hier, um die Leistung zu schalten. Genau, kennt man ja irgendwie aus dem Elektronikunterricht, wenn man das früher mal hatte. Oder so eine Elektronik-AG in der Schule. Transistor, ne? Kleiner Strom rein, großer Strom raus. Und genau dafür ist das dann da. Das ist der Festspannungsregler, das heißt, der glättet die Spannung, die reinkommt. Die Bordspannung, die schwankt ja auch immer, weil die Lichtmaschine läuft. Das heißt, wenn wir Ruhespannung haben, haben wir ungefähr hier 13,2 Volt, was die Bleibatterie, die Motorradbatterie eben hergibt. Und wenn du Ladespannung hast, hast du irgendwas über 14. Und damit das immer gleich bleibt für den Prozessor, damit der sich in der Wohlfühlzone befindet, haben wir diesen Gleichspannungsregler und das ist genau das, was der Christian hier gerade einlötet. Klappt das? Jawohl. Nicht die Beinchen verbinden, Christian, ne? Nicht die Strahlen kreuzen. Nicht die Strahlen kreuzen, meine Güte. Herrlich. Übrigens zu dem Thema vorhin mit der Signalabnahme.
gibt ja auch Leute, die haben sich ein neues Moped gekauft und wollen jetzt nicht unbedingt an dem Kabelbaum rumschnipseln, rumstecken, Ah, guter irgendwas Hinweis. machen. Ich habe gesehen, der Detlef, der hat ein neues Projekt, heißt RE-GPS. Ach, richtig, ja, genau. Ist eine Ergänzung zu dem Re-Euler. Und zwar macht er Folgendes: Der stellt anhand eines GPS-Signals fest, wie viel ihr gefahren seid, und speist das quasi dann in den Re-Euler ein. Und genau, davon kriegt der halt der Re-Euler dann seine Impulse statt von der Bordelektronik, und dann könnt ihr das Ganze quasi einbauen, funktioniert, ohne dass ihr irgendwie an der Bordelektronik selber irgendwas rumschneiden musst, rumstöpseln musst, Und rumbastelt. das funktioniert natürlich bei allen Mopeds, ne? Das funktioniert im Weil Moped. ich sagte ja eben, ihr könnt ihn nur einbauen, wenn ihr einen Geschwindigkeitssignal im Kabelbaum habt, ist natürlich Quark. Ja, was Christian gerade sagte, mit diesem GPS-Zusatzmodul wird eben streckenabhängig geölt. Ja, das heißt, das GPS-Modul sagt dem Re-Euler, so, du bist jetzt hier einen Kilometer gefahren, im Regen zum Beispiel, und dann wird da mal ein Tropfen Öl fällig. Das heißt, es geht ohne irgendwelche Eingriffe in die Elektronik des Motorrads selber. Und ist natürlich ja wirklich praktisch. Eigentlich, soll ich das bei mir mal verbauen, Christian? Jetzt mal ohne Flachs. Können wir vielleicht noch als Folgeprojekt, können wir den vielleicht Als ja mal Folge, ja, einbauen. aber wenn ich jetzt gar keinen Bock habe, meinen Kabel aufzuschneiden, Christian, können wir doch direkt ein GPS-Modul verbauen. Oder? Wenn du Bock drauf hast, Ja, machen auf wir das. jeden. Ey, auf jeden Fall. So machen wir das, Christian. Da, genau. Habe ich gerade entschieden. Wie teuer ist das GPS-Modul? Ist gar nicht so teuer, ne? Kann ich jetzt gerade wirklich nicht sagen, aber ich schätze mal so 40, 50 Euro oder so. Ah, okay. Ja. Ja, was haben wir bezahlt für den Warenkorb? 23 Euro? Ja, so ein bisschen mit dem Re-Euler bist du, glaube ich, so um die 80 Euro. Kommt Die aber, Pumpe ist die teuer, ne? Die Pumpe, Pumpe haut rein. haut richtig rein, ne? Aber wie gesagt, die Pumpe ist original der Lotto. Die hält auch ein Leben lang, ne? Das heißt, ich kann die gebraucht kaufen, ohne Angst zu haben, dass sie defekt ist, wenn sie einfach nur aus dem Schlachtroller kommt. Es ist sehr unwahrscheinlich. Das hat Detlef auch geschrieben. Detlef hat auch sehr, sehr viele gebrauchte Pumpen verbaut und gesagt, so, ja, die haben bisher alle funktioniert und deswegen ist das kein Ding. Christian, wolltest du was Ich kann sagen? auch noch ein bisschen was erzählen hierzu. Ja, hau raus. So, oben haben wir jetzt den Feststellungsregler verbaut, unten haben wir den Transistor verbaut. Als nächstes packen wir jetzt die. Ist das Keramikwiderstand? Nee. Nee, das sind Ah. Folienkondensatoren. Ist bei denen ist die Polarität egal. Die kann Die man. Polarisatät. Richtig, die Wie kann man drehen, wie man will. Widerstände Funktionieren auch. Ja, okay. immer wie Widerstände, genau. Wo ihr nachher aufpassen müsst, wir haben hier nachher einen Elko. Einen sogenannten Elektrolytkondensator. Genau, gibt es auch im Groß. Die haben eine Polung, aber Das ist das der ist bei. Minusstrich hier, ne? Das Weiße. Genau, das ist bei dem ist hier Ja. der Strich, der zeigt die Minuspol an. Ja. Könnt ihr euch auch meistens merken, Minus ist meistens das kurze Bein. Das ist bei LEDs auch. Minus, Kathode, kurz. Anode. Anode. Plus lang. Genau. Wichtig. Ne? Nehmt euch Zeit dafür. Machen wir jetzt auch. Deswegen wird das Video jetzt auch so richtig schön Überlänge. Das heißt, ihr müsst zubezahlen, wenn ihr den Film sehen wollt. Zum Glück ist es nicht 3D, sonst gäbe es den Aufschlag auch noch. Wie machst du das denn jetzt? Drehst du einfach um? Drehen wir einfach um. Wie bist du sicher, dass die Bauteile jetzt auf der Platine sind? Einfach ablegen. Das ist einfach, wie ich ja vorhin gesagt habe, ihr fangt mit den. Ganz niedrigen Bauteilen an. Ihr fangt mit den Das niedrigen Bauteilen an. finde ich schön, Christian. Ja, das ist geil. Geil, ne? Ja, das ist super. Nein, nimm das, was da ist, ja, und hilf dir selbst. Ja, perfekt, eigentlich. Ja, Genau, sehr geil. wenn ihr immer mit Ja. den von der Höhe immer drauf achtet, dann könnt ihr halt die Platine immer umlegen. Packt euch ein bisschen was drunter, dass die einigermaßen gerade liegt. Dann werden die Bauteile angedrückt und ihr könnt oben ganz entspannt löten. Ja, ist sehr gut. Ja, das mag ich. Ich bin Fan von pragmatischen Lösungen. Die haben wir hier. Christian, man sieht ja, eine Brille ist stark. Sehe ich gerade, aber macht ja nichts. Ja. Hell genug ist es eigentlich. Ich habe jetzt hier irgendwie, ich stehe gerade hinter der Kamera. Eine 25stel, 25 Frames, Blende 9, ISO 1600. Das tut es. Das funktioniert. Es geht darum, dass ihr hier erfahrt und wisst, warum man das tut, wie das funktioniert. Das sieht gut aus. Siehst du, Ja, die stark. sitzen schön auf. Ja, sitzen schön. Passt. Stark. Die Landschaft wächst. Ja, sehr, Es sehr wird gut. mehr. Ja, es wird mehr.
halbe Stunde, ey. Ich bin so ein Träumer. Im letzten Video war es, glaube ich, was war das? Genau, richtig, mit der Kette. Mit der Kette von Lena. Ach so, ey, 2 Stunden sind wir durch, ne? Ja, wenn du was da so zu erzählst, dann bist du in 2 Stunden nicht durch. Ich war um 11:45 fertig, es war ein Wochentag. Ich wollte es aber noch fertig bekommen. Heute haben wir Zeit. Es ist irgendwie Freitag. Freitag ist heute. Heute ist Freitag. Ja, Freitag ist gut, weil Samstag ist frei. Wir fahren morgen auf jeden Fall eine Runde Moped, weil man kann ja nicht nur schrauben. Ich muss meinen immer noch sauber machen. Das muss ich eigentlich heute noch machen. Dann ist er sauber. Du bist hinter mir hergefahren, Chris, der letzte Mal, ne? Ja. Ich habe die ganzen Fliegen abgefangen für dich. Jetzt ruhig die Schulter noch ein bisschen rausmachen. Die Schulter raus, ja. Bestell mir doch Schulterpolster für dich. Ja. Ich bestelle dir so eine Football. Ja, genau. Ja, kann ich aber, komme ich nicht mehr auf Geschwindigkeit. Das können wir irgendwie vergessen. Ja, kommst du nicht mehr auf Geschwindigkeit, weil dein Moped komplett untermotorisiert ist. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen Ironie. Also hoffe ich jedenfalls. Ja, ich glaube, auch mit einer Football-Montur dürfte das Ding noch ordentlich gehen. Wir haben Motorräder getauscht, Christian und ich. Und ich fahre mein Moped einfach. Also wenn du einmal über Little Hubraum gefahren bist, ich möchte das jetzt hier nicht propagieren, dann willst du eigentlich nie wieder weg davon. Und ich hatte eine FJ1200 vorher. Die habe ich leider in den Graben geschmissen und mich mit. Lag 2 Wochen im Krankenhaus, war sehr uncool. Danach gedacht, so, ich steig's aber trotzdem wieder auf. Und habe mir dann die GSX gekauft. Und das Coole an der GSX ist halt, die hat irgendwie, ja, nominell irgendwie 108 Newtonmeter Drehmoment. Auf der Rolle wahrscheinlich ein bisschen mehr. Sie hat nominell auch 98 PS. Das glaube ich einfach nicht, weil dafür ist sie in der Endgeschwindigkeit viel zu hoch. Und der Motor läuft von unten bis oben. Du musst überhaupt keine Gänge, du musst überhaupt nicht schalten. Du bist im vierten Gang, ja, bei 70 und willst überholen, du bleibst einfach da. Ne? Dann ziehst du einfach das Gas auf und bist du weg. Ja, wie bei meiner sogar noch ein bisschen besser. Ja. Theoretisch kannst du das Ding die ganze Zeit im 6. Gang fahren. Ja, eigentlich schon. Ich schalte, das ist kein Witz. Ne? Um hier so Ortsdurchfahrten oder so, man muss die Leute ja nicht unnötig nerven, schalte ich im Ort über 50 auch im 6. Gang. Dann fährt die im Standgas einfach vor sich her. Du musst eigentlich gar kein Gas mehr geben, du kannst einfach rechts loslassen. Natürlich lässt man nicht los. Aber sie schafft es trotzdem, dann irgendwie kurz über Standgas dann da durchzueiern, weil der Motor macht das mit und ich finde es einfach genial. Andere Leute sagen so, ey, ich brauche einen Boxer, ich brauche einen V2 oder ich brauche irgendwie 3 Zylinder oder keine Ahnung was. Ne? Das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er irgendwie als Zylinderkonfiguration am besten findet. Ich sage einfach immer nur, ja hey, weißt du, Reihenvierer, ja, der geht von unten bis oben mit brachialer Gewalt durch, da muss ich mich gar nicht auf irgendwas gewöhnen. Ich bin Christians Maschine gefahren. Entschuldigung. Die fährt bis 6.500 Touren, fährt die Seiten weich, da ist der Schongang, genau, richtig, Schongang. Und ab 6,5 macht die dir richtig die Arme lang. Meine macht immer die Arme lang, da kann man sich dran gewöhnen. Christian und ich haben hier Helm-Intercom quasi und haben die Maschinen getauscht und Christian brüllte einfach nur, was ist das denn hier für ein Scheiß, das ist ja unfassbar. Ich sag so, ja, ne? Und deswegen fahre ich dieses Moped so gerne, weil die einfach elektronisch so gut eingestellt ist, dass du dieses maximal Drehmoment von nominell 108 Newtonmetern bei 3.750 Umdrehungen anliegen hast. Ne? Also manche Motoren, da musst du da bis 10.000, 11.000 Umdrehungen drehen. Und meine macht das halt schon bei, weiß ich nicht, 3,5, 3,75. Und ja, das ist schaltfaules Fahren. Ich bin fauler Mensch, habe ich ja schon gesagt. Wirklich bei meiner auch. So. Ja, also, ja, das funktioniert. Schön gemütlich. Ja, bei dir ist halt, diese Aggressivstellung am Ende, ne? Das finde ich richtig krass. Ja, die wird halt ein bisschen biestiger als die wird, so ja, auf jeden Fall. Wird sie auch. Ja, wird sie auch. Ja. Aber untenrum schön zahm. So, Christian, du hast jetzt hier den Prozessorsockel eingelötet. Sehr schön. Genau. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Der Prozessorsockel, der hat hier oben so eine kleine Einkerbung. Die habt ihr nachher am Prozessor auch. Hier. Muss man dann andersrum montieren natürlich, ne? Genau. Nee, prinzipiell bei der Halterung ist vollkommen egal, ob die Nase jetzt in die richtige Richtung zeigt oder nicht. Also die Nase aber für einen selber ist es schon praktisch. Genau, ist halt, ja. Wenn ihr halt gleich darauf achtet, dass die gleich in die richtige Richtung zeigt, quasi Richtung Stiftleiste hier, dann könnt ihr nachher nämlich auch einfach den Prozessor mit der Kerbe auf Kerbe setzen. Dann passt, dann müsst ihr euch nicht merken. Dann brennt nichts ab. Unten rechts, oben links oder irgendwas in der Richtung. Ja. Sehr gut. Christian, machen wir eine kurze Pause. Ich muss mal ein Bier aufmachen. Hast du Bock? Ja. Und stark. Und ein Kippchen. Alles klar. Was machen wir jetzt, Christian? So, weiter geht's. Ich würde mal sagen, Endspurt.
Ah, die Pfostenleisten. Wie heißen die Dinge? Pfostenstecker? Nee. Sind Pfostenstecker ist eigentlich die andere Seite. Genau, Schwingleisten das sind ist ja ein dann. bisschen so Buchsen. Ist dann nackig irgendwie, ne? Keine Ahnung, wie man die jetzt hier genau nennt. Stecke. Die kommen hier unten hin. Kann ich da mal ein GPS-Modul draufstecken dann? Das kommt, glaube ich. Kommt das hier dran? Du Nee, ich glaube nicht. Das kommt nachher. Das GPS-Modul. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das auf das Tachosignal. Das simuliert dann nachher das Ah, Tachosignal. okay. Weil das Schöne ist ja, Detlef hat einen Kumpel, der sich scheinbar irgendwie in App-Programmierung auskennt und der hat eine App dafür geschrieben. Das heißt, ihr könnt dieses Re-Euler-Modul mit einer App steuern. Das ist einfach nur mega cool. Das heißt, das Öl zu viel, ihr macht die App auf und stellt die Impulszahl hoch, bei der es ölen soll. Und sehr, sehr praktisch. Genau, es kommt quasi auf diese Steckerleiste, die man hier gerade anlöten, kommt, kann unten entweder ein USB-Modul angesteckt werden oder das Bluetooth-Modul. Das Bluetooth-Modul, das gibt es fertig zu kaufen, ist glaube ich auch in dem Warenkorb mit drin. Sieht Genau, ist da. Ja, genau. so aus. Ja. Ist auch sehr geil gemacht vom Detlef. Und zwar, wenn man das Bluetooth-Modul hier einsteckt, dann klemmt sich das exakt hinten auf die. Oh, hier haben wir jetzt gerade Scheiße gebaut. Entlötflutsche, siehst du mal. Entlötflutsche. Ja. Ich habe gesagt, nur wenn wir Scheiße bauen, braucht Ja. man die. Ich hab's dir hingelegt, ne? Extra. Ja, wenn du sie schon hinlegst, dann muss ich sie auch einmal benutzen, Ach, wenigstens. meinst du? Ja, auf jeden Ja, come Fall. on. Ich dachte, du würdest jetzt hier so hundertprozentig in einem Take durchziehen einfach. Aber nobody is perfect. Bin ich ja auch nicht. Christian, also in meinen Videos, ich meine, du hast ja gesehen, ne? Da mache ich so viel Unsinn, das ist gar nicht mehr auszubügeln. Und deswegen, wenn man hier mal einen Lötpunkt irgendwie falsch macht, dann so effing what? Ja, das Bluetooth-Modul habe ich gerade hier in der Hand. Sehr Genau, schön. ein bisschen sauber. Ist mir auch prinzipiell egal, weil die unten auf der Platine eh geprüft sind. Aber du willst ja auch schöne ästhetische Lötpunkte haben. Auf jeden Fall. Ich nehme mir das jedes Mal vom Fahren noch aus dem Gehäuse raus und gucke mir das an, ob du das schön gelötet hast. Darf ich mal schauen gerade? Wir machen einen Glasdeckel drauf. Von unten. Aber da hast du doch verbunden in der Mitte. Muss das so Ja, sein? das ist in Ordnung. Die sind Ja, sowieso okay. geprüft. Ah, okay, alles klar. Ja, du, ich habe ja keine Ahnung, deswegen frage ich dich ja, ne? Also, Ja, du hast die Leiterbahnen ja gesehen, ich habe sie nicht gesehen. das sind quasi die beiden Datenkanäle. Ja. Da du ja den einen unten hast, den anderen oben. Die stehen jetzt ein bisschen auseinander Ach, hier. Christian. Das Können lässt sich aber nicht wirklich vermeiden. Nachher, wenn das Bluetooth-Modul drin steckt, ziehen sie sich wieder wir mal zum zusammen. Spaß aufstecken? Ja, Ich habe das kannst du machen. hier. Gehört das so rein oder so? So rum. Oben oder unten? Das gehört, Unten wenn wahrscheinlich, ich mich ne? gerade richtig erinnere, nach oben. Nach oben. So, wir stecken uns das hier einfach mal aus Spaß mal auf. Oder wäre das nach unten? Ich Ich glaube, das ist weiß nach nicht. unten. Ist ja egal. Wir sagen es nachher noch. Mega cool, was Christian ja gesagt hat. Ne? Wenn du es hier aufsteckst, es steht über die anderen Bauteile drüber. Das heißt, die Bestückung der Platine ist so gut gewählt, dass wir dieses Bluetooth-Modul hier aufstecken können. Und ja, es klemmt nirgendwo. Das heißt, du hast hier ein Geil, bisschen ja doch, Luft. doch, das klemmt nachher und zwar total geil. Wo Wir zeigen klemmt's denn? es Ja, aber dir mal. dann ist oben eventuell Nee, das falsch. ist genau richtig. Und zwar ist das total geil gemacht. Und zwar, du steckst das hier ein. Kann ich euch gleich auch Machst du zeigen. unten oder oben? Ja, ich Wie weiß nicht. gesagt, ich weiß nicht mehr, wo es genau hinkommt. Ob es unten reinkommt, ob es oben reinkommt. Das Ding ist aber, wie ihr jetzt seht, wenn das hier drinnen steckt und ihr habt nachher die Kontakte drauf, das Ah, klemmt sich hier es perfekt schließt ein. mit der mit den Genau. Kontaktstücken hier auch an Genau. der. Ah, Das okay. ist Präzisionsarbeit, was der Detlef hier gemacht hat. Ah, super geil. Das ist echt cool. Ja. Weil es kann nicht mehr rausrutschen, darum geht's. Genau. Ne, was wir vorhin hatten mit der Prozessorhalterung, deswegen hat Detlef den Warenkorb auch mal geändert. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die falsche Fassung habe, beziehungsweise
Nee, Quatsch, Christian ist drauf gekommen. Das hat Detlef gar nicht gemacht. Sondern Christian hat gesagt so, ey, die Fassung ist eigentlich die falsche, weil ich muss den Prozessor danach eh nie wieder rausholen. Deswegen hat Christian sich diese neue Fassung bestellt. Und Detlef hat immer noch die alte hier im Warenkorb. Wir schreiben auf jeden Fall die richtige Bestellnummer für den Warenkorb hier bei der Firma, bei der wir das bestellen, unten mit rein. Fängt mit R an, hört mit Eichelt auf. Fängt mit R an, hört mit Eichel auf, genau. Und das ist auch der Warenkorb, den ihr bekommt. Und dann tauscht ihr einfach diese Bestellnummer einfach aus. Und dann habt ihr quasi den Prozessorsockel, der ja, hier ein bisschen mehr ja, Rockerei ab kann. Weil, wann zieht ihr den Prozessor raus? Der Prozessor, ach so, wollte ich noch erzählen. So, hier ist gar kein Bild. So, der Prozessor ist hier. Haben wir mal ein Bild. Der Prozessor muss natürlich programmiert werden. Hat Christian selber gemacht. Kann ich nicht. Ja. Ich habe mir den programmiert vom Detlef schicken lassen. Macht er auch. Das heißt, er berechnet euch nur den Prozessorpreis, spannt den bei sich ein, programmiert den und dann bekommt ihr den programmiert zurück. Ja, also super cool. Ich kann das echt nur unterstützen. Deswegen machen wir dieses Video jetzt hier, damit möglichst viele Leute wissen, wie man das macht und wie das funktioniert. Und deswegen, ihr bekommt den Prozessor vom Detlef, wenn ihr ihn lieb fragt. Ne, ich will das jetzt hier nicht garantieren. Also ich hab's bekommen. Bekommt ihr den Prozessor programmiert zu euch geschickt. Das heißt, ihr könnt den ganzen Warenkorb nehmen, mit dem Prozessor natürlich und der Platine und allem, und dann bestellt ihr das zu ihm und er schickt es zu euch. Ich sage jetzt mal, also bevor das irgendwie viral geht oder was, ja, es ist keine Garantie. Ja, überhaupt nicht. Christian lacht sich hier gerade einen ab. Ja, bei mir war es so. Und fand ich einfach eine super coole Geschichte, weil er sich dafür einsetzt, dass sein Projekt irgendwie ein bisschen nach vorne kommt. Deswegen machen wir dieses Video auch, weil Christian, ich finde das so genial, dass wir auch gesagt haben, wir machen jetzt mal so ein komplett Video, wie man alles macht. Ne? Also von Platine bestücken bis Ölpumpe einbauen, das einstellen, keine Ahnung was, diese ganze Geschichte. Und deswegen machen wir das hier überhaupt, weil wir das einfach so genial finden, dass jemand so eine Mühe gemacht hat. Überhaupt sich da die Gedanken zu machen und dann eine Website gemacht hat dafür. Und das kann man nur unterstützen. Also muss ich ganz ehrlich mal sagen, Genau, wenn sich echt. jemand so eine Mühe macht dafür, dann ist das einfach nur unterstützenswert, oder? Super Projekt vom Detlef. Ja. Total geil. Ihr spart einen Haufen Geld damit. Und vor allem, das Ding, das hat mehr Features als alles, was ihr kaufen könnt. Das kommt auch dazu. Du kannst es von der Stange kaufen, klar. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Die Sache ist halt die. Das hier ist halt Open Source so ein bisschen. Ne? Also, das ist wie Linux gegen, ihr wisst schon wen. Und es ist einfach so ein Selbstbauprojekt. Wenn ihr ein bisschen löten könnt, ist alles kein Problem. Kriegt ihr das hin? Und es macht einfach Spaß. Ey, die Tütchen werden weniger, Christian, ne? Siehst du Ja, wir das? nähern uns zum Ende. Die Tütchen werden leerer und es sind noch ein paar LEDs da irgendwie. Was ist das? Ein Taster, ne? Das ist jetzt der Taster, Achso, musst der du es mal. ist. Also, ja, okay. Kein Oh, Problem. sorry. Ja, ne, kein Ding. Gerade ein bisschen weg. Der geht ein bisschen schwer rein. Ja, weil die Kontakte gebogen sind, ne? Genau, die sind gebogen. Dafür sitzt er auch gleich bombig fest. Da müsst ihr nicht irgendwie unterstützen Hält oder so. automatisch, ja. Dann drückt er einfach drauf. Passt. Passt drauf auf. So sieht er aus, wenn er richtig drin steckt, weil der passt in 90 Grad verdreht auch rein. Die Genau, also Beine, auf der die. Seite müsst ihr die Beinchen sehen, auf der Seite muss glatt sein. Ja, ist Dann ist wichtig. alles gut. Wichtig zu sagen, genau. Ja, auf jeden Fall. Kurz nochmal zu dem Programmieren von dem Prozessor. Wenn ihr einen Raspberry Pi habt, könnt ihr den Prozessor auch problemlos programmieren, wenn ihr euch ein bisschen mit Linux auskennt. Aber ich sag mal, wenn ihr einen Raspberry Pi habt, kennt ihr euch wahrscheinlich auch mit Linux aus. Ich habe auch einen Raspberry Pi, ich habe von links keine Ahnung. Was hast du da drauf laufen? Ich wollte mal ein XBMC Media Center Ja, laufen okay. lassen, ja. War aber fertig. Er ist aber, ja, mit dem Pi ist absolut super easy, leicht zu verschalten. Christian, man sieht nichts. Ja, Also ich muss. nur zur Info. Ich muss Ne, beruhigen. der Zuschauer sieht einen Tisch mit Markierungen, wo gefilmt werden muss. Sehr schön hier auch. Ne? Das ist natürlich hier. Legen, heben. Legen, heben. Die Legen, heben Markierung. Genau.
Oh, der Elko. Jetzt packen wir den Elko rein. Das ist wieder ein Bauteil, wo ihr aufpassen müsst, dass der richtig drin steckt. Weil der hat eine Polarität, wie wir vorhin schon gesagt haben. Hier Minus ist meistens durch einen Strich gekennzeichnet. Kurzes Bein. Und kommt nach außen mit dem kurzen Bein. Wenn man einen Prozessor runterlegen zum Unterstützen, kann man machen. Genau, wir brauchen hier ein bisschen Support. Das ist so genial. Ja, das ist einfach nur live. Es gibt keine Takes hier, ihr kennt das bei mir. Wenn irgendwas passiert, dann passiert das, wie es passiert. Wir bauen einen Reheuler mit einem Reheuler. Ja, wir bauen einen Reheuler mit Unterstützung vom Reheuler. Das ist genial. Ja. Ich hoffe wirklich, dass Detlef sich das irgendwann mal anschaut und dachte so, sag mal, die haben sie nicht mehr alle. Ja, Detlef, falls du das mal siehst, schöne Grüße aus Köln. Ja, auf jeden Fall. Super Projekt. Ich habe den jetzt 2 Jahre drin. Ich habe seitdem nie wieder eine Kette geölt. Und die Kette hält noch. Sie ist noch ganz. Sie sieht super aus. Sie ist ganz. Ja, richtig stark. Selbst der Werkstattmeister, wo ich immer zur Inspektion hinfahre, hat gemeint, geiles Ding, wo hast du denn das her? Also auch der ist begeistert. Auch Christian sieht gut aus. So, Stiftleiste. Stiftleiste müsst ihr gucken, die ist jetzt super gerade. Manchmal vom Versand ist die so ein bisschen gebogen. Dann steht die hier, wenn ihr die so reindrückt, steht die ein bisschen hoch irgendwo. Macht das einfach auf der einen Seite als erstes fest, drückt so runter. Und welche Seite meinst du? Erst wenn die beim Transport irgendwie ein bisschen blöd liegt, dann kann sein, dass es hier unten diese Kunststoffhalterung verbiegt. Ah, okay. Mhm. Und dann steckt ihr den auf die eine Seite rein, dann steht die andere Seite vielleicht so ein bisschen hoch. Wie gesagt, macht er einfach auf der einen Seite, die ja unten ist, fest, drückt ihn dann runter und macht die andere Seite fest und dann könnt ihr dazwischen löten. Ja, stark. Kriegst du hin, ne? Ich gebe nur dumme Kommentare, du musst ja arbeiten hier. Ja, schwere Schweißarbeit hier. Schweißarbeit? Ja, come on. Wohl temperiert hier in der Garage heute. Ausnahmsweise. Nicht zu heiß, ja, nicht zu kalt. Ja, zum Glück hat die Sonne heute nicht zu sehr gebraten. Ja, Flachdach, ne? Achso, apropos zu heiß, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr lötet. Ist jetzt gerade, weil wir jetzt bei den größeren Bauteilen sind, nicht mehr so wild, weil jetzt die Platine in der Luft ist. Aber wenn ihr anfangt bei den niedrigen Teilen, guckt, dass ihr eine warme Unterlage habt. Holz, Pappe, irgendwas. Was ein bisschen blöd ist, ist, wenn ihr einen Metall- oder Steintisch oder irgendwas als Unterlage habt. Grund ist ganz einfach, die Platine selber muss zum Löten, muss die sich auch ein bisschen aufheizen. Wenn ihr Stein, Glas, Metall habt, leitet das die Wärme weg. Deswegen hier Holz oder einfach eine Pappe unterlegen oder irgendwas, funktioniert super. Irgendwas isolieren das einfach, damit genau. Die Hitze da bleibt, wo sie sein muss. Genau, ne? Damit die Platine sich halt schnell genug aufwärmt, dass sie nicht auskühlt und damit ihr die Bauteile nicht überhitzt. Wie war das jetzt? Plus oben? Nee, doch. Ne? Weil der war jetzt plus oben, der Prozessor schaltet quasi den Minuspol. Diode, Bauteil mit Polarisation, Anode, langes Bein, plus, Kathode, kurzes Bein, Minus. Ey, so habe ich das gelernt, Christian. Kathode kurz, ohne Scheiß, es fällt mir gerade ein. Genau. Kein Witz. Gute Eselsbrücke. Kathode kurz, ja genau. Fällt mir gerade wieder ein. So habe ich im Lötkurs irgendwie 1998 gelernt. Oh, Moment, du willst ja noch das richtige Signal haben. Ja, bitte. Also, mach mal die richtige Seite, bitte. Also mach mal rot nach links. Mach mal links, ja, auf jeden Fall. Geil, den Gunnar ein bisschen verarschen. Wofür ist rot? Rot zeigt den Betriebsstand, ne? Ja. Das sagt, glaube ich, einfach nur Spannung da funktioniert. Ja, schön. Aber steht alles in Still auf Dauerleuchten einfach, ist okay. So, braucht ihr nachher eigentlich eh nur zum Einstellen, weil nachher, während ihr fahrt oder habt ihr das Ding sowieso im Moped drin, das seht ihr nicht mehr. Ist aber wichtig, wenn ihr den nachher einbaut, testet. Habt ihr halt dann einmal eine Betriebsanzeige und zum anderen habt ihr einen Programmiermodus. Wenn ihr das an den Kabelbaum anschließt und an den Kurbelwellensensor anschließt, gibt es einen Lernmodus.
Ein Lernmodus oder ein Lernmodus? Ein Lernmodus. Achso, ich komme mit deinem Erklärung nicht so klar hier. Und zwar gibt die dann ein Signal, immer wenn die leuchtet die immer, wenn die ein Signal Impuls gibt. kommt. Genau. Genau. Habe ich bei dir im Cockpit gesehen, als ich da in der Maschine gefahren bin. Ne? Dann blinkt es auf einmal Ja, und dann heißt das es ist immer so. der Ölimpuls, aber im Ja. Lernmodus dann kann die auch sagen, Ah, wenn okay. die immer unten von der Kuppel Ah, ein okay, Signal alles kriegt. klar. Ja. Und der Lernmodus ist halt auch super, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt Mopeds, die haben dann unten 46 Impulse, andere Genau. haben 28, andere haben 48. Dafür gibt es einen Lernmodus. Dreht ihr quasi das Ventil irgendwie so hin, dass ihr euch merken könnt, wo steht. Ah, warte mal. Dreht das Rad langsam einmal rum. Genau, Der zählt die Impulse. hast du das im Gang gemacht? Weil die Kurbelwelle Nee, dreht sich ja nur im Gang mit, das oder? Warte war. mal, lass mal kurz überlegen. Das interessiert mich gerade, ne? Nee, läuft ja, die läuft ja auch im Leerlauf mit. Ja, der Das ist ja, Getriebe, der, das hängt ja am Moment. Ritzel. Das hängt ja am Ah, das Ritzel. heißt Getriebeausgang, nicht Kurbelwelle. Genau. Egal. Ja, aber Getriebeausgang. Ja, schön das geklärt zu haben, ne? am Am Ritzelgeber Ritz, halt. genau, Genau, ansonsten am Getriebeausgang. Ja, Kurbelwelle wäre ja auch blöd, weil dann wäre es ja abhängig von in Von welchem der Gang ihr Drehzahl. seid. Ja, genau. Ja, du hast recht. Siehst du, das habe ich mich vorhin gefragt. Ne? Weil das ist dann nämlich davon abhängig, in welchem Gang man fährt. Und wenn es natürlich an der Getriebeausgangswelle gemessen wird, dann ist es natürlich so, dass du immer eine Messung hast, die genau sagt, wie schnell sich das Ritzel bewegt, beziehungsweise die Kette bewegt, oder das Hinterrad natürlich auch, durch Übersetzung oder Untersetzung. Und ja, witzig, genau. Das hab ich vorhin gedacht, Christian. Ne, von wegen, ja, Kurbelwelle wäre blöd, weil das ändert sich ja mit dem Getriebe. Ne, und wenn du es am Getriebeausgang misst, dann ist es natürlich anders. Genau, das ist aber quasi dasselbe Signal, was auch hergenommen wird, um zumindest bei meiner, das ist dasselbe Signal, was auch genommen wird, um die Geschwindigkeit auf dem Tacho anzuzeigen. Ah, okay. Deswegen ist auch, wo der Prozessor halt so ein bisschen daneben gegangen hat, ist bei mir halt auch der Tacho ausgestiegen. Aber können wir vielleicht dann, wenn wir es bei dir einbauen, können wir vielleicht mal meine Euler-Coils rausholen, dann kann ich mal die andere Fassung zeigen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Klar, ja. Gunnar, weißt du was? Ja, in die Sachen, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ach, come on. Doch. Nein. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Ey, das Prozessor. ist echt schön geworden, Christian, ne? Ohne Flachs. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das nicht Ich meine das, wunderschön? ist mal wirklich ehrlich, Christian. Ohne Flachs. Hier ist mal hier in die Hand und halt das mal hier. Das ist unfassbar. Christian habe ich eben noch nach Sekundenkleber gefragt und jetzt frage ich mich gerade, wofür brauche ich den? Genau, das Ne? machen wir jetzt noch. Und zwar der Spannungsregler und der Transistor, das sind relativ schwere Bauteile. Also jetzt nicht kilo schwer, aber für Elektronikbauteile halt schon schwer. Und die sind ja so umgebogen. Wenn ihr dann nachher fahrt, fangen die an zu vibrieren und dann kann es sein, dass hier die Beinchen abbrechen. Deswegen sieht man auf der Platine dieses weiße Zeug, das ist jetzt nicht irgendwie Schimmel oder angegammelt oder irgendwas. Das sind halt die Dämpfe von dem Sekundenkleber. Willst du Kraftkleber haben? Ja, lass mal. Geht Schraubensicherung? Ich weiß das gar nicht. Oh, das weiß ich auch nicht. Also, Komm, pass mal auf, wir machen so eine Schraubensicherung. Schrauben Wird er auch sicher. fest? Wird auch fest. So, pass auf. Hier, guck mal. Können wir einfach mal da drunter kippen. Also, So. wie gesagt, das muss ja auch nicht super viel halten. Es soll eigentlich nur die Schwingung. So. Drück einfach mal an. Ja, guck mal, das sieht total professionell Ey, aus. Wenn du mega! hier irgendwelche komischen, Christian, knallleer! Billigprodukte aus fernöstlichen Ländern aufmachst, So, pass da ist mal auch auf. immer so eine blaue. Ah, oh! Ne, Oh. nein, guck mal, läuft durchs Loch. Ach, Läuft, guck mal läuft. hier. Also mega. Wird irgendwann hart. Wir gucken, ob es funktioniert. Wir geben ein Feedback. Aber sieht jedenfalls sehr, sehr gut aus. Christian, sieht das gut aus? Riecht auch gut, ne? Riecht Ja. wunderbar. Brauchst du ein Tuch? Ja, ich gehe mal abputzen Ja, hier. gehst du abputzen. Sieht super aus. Hier. Ja, da war ein bisschen viel. Tut mir leid. Ja, packen wir jetzt gleich noch ein bisschen was drauf, damit, wenn der fest wird, Sehr auch gut. unten ist. Sehr, sehr Jetzt gut. können wir noch mal kurz zeigen den Unterschied zu dem 10er. Wir haben den 10er, unten haben wir den 11er und wie ihr seht, hat der hier unten die zwei Widerstände mehr für den Spannungsteiler. Genau, beim Christus ist natürlich hier diese Klemmen mit noch drauf. Genau, die Die haben wir auch hier haben wir auch irgendwo irgendwo. dran. Im Warenkorb waren die mit dabei. Sind dabei, genau. Die müssen wir natürlich jetzt nicht montieren, weil wir müssen da Kabel dran machen.
Ich kann mir mal aufstecken, einfach nur zum gucken, wie es aussieht. Ihr könnt halt natürlich auch andere Klemmen mitbestellen, falls ihr wollt, aber ich kann euch die hier echt nur empfehlen. Die sind echt gut. Das sind auch die, die standardmäßig im Warenkorb drin sind, weil da könnt ihr nachher die Kabel aufklemmen. Wenn ihr den mal rausnehmen wollt, aus irgendwelchen Gründen, zieht er die einfach runter, braucht nichts schrauben, steckt die nachher einfach wieder drauf. Ja, So, jetzt stark. stecken wir noch kurz den Prozessor rein. Hochzeit? Machen wir das? Hochzeit! Ey, mit Kerbe. Mit Kerbe. Ja, super. Kerbe rechts, Kerbe Ja. rechts. Oha. Aufsetzen. Traust du dich das jetzt? Vorsichtig. Willst du? Darf ich? Bist du ganz zärtlich? Ja, natürlich. Ich habe nichts gemacht bis heute Abend. Wichtig, wenn ihr den jetzt aufsetzt, setzt ihn vorsichtig auf, drückt ihn ganz leicht an. Guckt, dass alle Beinchen richtig im Loch drin sind. Weil wenn ihr jetzt irgendwie Ja, daneben sitzt, das ist hier wie ein Gangbang. Das könnte euch locker. Das sind darf ich hier mal? Ah, 14, 28 warte auf mal. einmal Ich oder guck mal so. hier rein. Man sieht das hier. Ich halte das mal hier hin in die Kamera. So, ne? Wenn man hier in der Flucht guckt, dann sieht man das. Ob alle Beinchen richtig sitzen. Jetzt drücke ich den einfach mal rein. Stark. Danke, Christian, dass du mir dieses Erlebnis heute ermöglicht hast. Der Prozessor sitzt sehr, sehr geil. Es ist gelötet wie ja, von chinesischen Kinderhänden. Ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Von Von Engelshänden Engelshänden. gelötet. Also es ist wirklich super schön geworden. Die Platine ist auch echt gut, muss man sagen. Also Detlef hat sich da wirklich Mühe gegeben. Es ist für jeden, der einen Lötkolben zu Hause hat mit einer feinen Spitze. Ne, muss man natürlich haben. Ihr habt das gesehen, was Christian hier für eine feine Spitze hat. Meine Ersa, so, ja, die Schlampe, ja, die sieht ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob das so Ist gut aber, funktioniert ja, hätte. funktioniert noch. Würde auch gehen. Ja. Also ich würde sagen, die Spitze, die ich hier jetzt gerade drauf habe, die ist eh am unteren Limit. Ein bisschen was Größeres wäre Ja. sogar noch gut. Deswegen, also wenn ihr euch das zutraut, wenn ihr dieses Video überhaupt seht, da habt ihr Interesse daran, das zu bauen. Ne, deswegen, es wird auch mit meiner Ersa funktionieren. Die Spitze ist jetzt, glaube ich, auch 30 Jahre alt, so alt wie die Lötstation. Es funktioniert. Es ist wunderschön geworden, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und ja, im nächsten Video schauen wir uns mal an, ja, wie man Gehäuse baut, wie man es einbaut oder ob wir erstmal die Ölleitung verlegen oder mit der Pumpe oder wie auch immer. Das entscheiden Christian und ich dann. Und dann machen wir noch diese GPS-Geschichte. Ist mir egal, was das kostet. Ja, wenn es ein Fuffi kostet, dann ich habe keinen Bock, meine Kabel auch anzuschneiden. Sag ich jetzt, nee, im Ernst, nee, Christian, sag ich ganz ehrlich, mache ich nicht. Und deswegen machen wir auf jeden Fall diese GPS-Geschichte, weil das einfach das ist das State of the Art. Das ist das Neueste, was es vom Detlef gibt, ne, dass du quasi den Kabelbaum nicht anschneiden musst, sondern einfach diese GPS-Geschichte machst. Und das gucken wir uns mal an, wie das funktioniert. Und das könnt ihr bei allen Motorrädern machen. Das finde ich immer schön. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, könnt ihr nur mal Motorräder machen, wo ihr den Tachos abgreifen müsst. Quark! Nein! Wir machen jetzt die Deluxe-Variante, die ihr bei allen Mopeds benutzen könnt, wegstreckenabhängig durch GPS. Und ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Und ja, wir machen jetzt mal kein Outro heute. Nee, Oder geht ja noch ne? weiter, Geht ja ne? noch weiter. Und das ist Teil 1 und ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Teilen oder wir wünschen euch viel Spaß mit den nächsten Teilen. Und ja, Christian, willst du was sagen? Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr so einen Prozessor selber programmiert, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich kann euch eine kleine Anleitung schicken, wie ihr einen Raspberry Pi mit dem Prozessor verschaltet und mit einer super easy Anleitung, wie ihr das ganze Ding programmiert. Geht auch von einem Windows-PC aus, allerdings braucht ihr dann noch einen kleinen USB-Adapter, einen kleinen Programmieradapter. Am einfachsten ist mit einem Raspberry. Stark. Falls ihr wissen wollt oder falls ihr eine Anleitung braucht, schreibt es in die Kommentare. Ich schicke Super. euch was zu. Perfekt. Alles klar. Also, viel Spaß damit. Platine ist fertig. Und das nächste Video, was wir machen, schauen wir mal, wie wir das angehen, was nächstes kommt. Und bis dahin, viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.